Liebe Leute, es passiert nicht oft, aber manchmal bekomme ich einen Leserbrief von einer Frau und manchmal ist er auch keine Beleidigung, sondern konstruktive Kritik und dieser möchte ich mich gerne jetzt in diesem Video widmen. Viel Spaß dabei. Ja, mich hat eine E-Mail erreicht von der lieben Christine und das ist eine berechtigte und gute Kritik, die möchte ich gerne mal mit euch teilen. Generell ist es so, dass dieser Kanal sich ganz klar an Männer richtet, also das ist der Hauptschwerpunkt, aber ich natürlich trotzdem happy bin über jede Frau, die diesen Kanal auch verfolgt. Und ich kann euch sagen, also ihr habt meinen größten Respekt, weil ich hier kein Blatt vor den Mund nehme und natürlich auch Frauen kritisiere. Wenn ich sage Frauen, dann halt weibliches Verhalten, was viele Frauen haben. Das heißt nicht, dass du das hast, genau. Aber immerhin, ich nehme kein Blatt vom Mund und wir wissen, wie sensibel Frauen darauf reagieren. Das heißt, dass eine Frau, die diesen Kanal verfolgt, sich das anguckt und das differenziert betrachten kann, das ist schon mal eine, das sage ich, Top 100 Level. Das ist Beziehungsmaterial hoch 10. Also in der Kommentarspalte, wenn ihr da eine Dame entdeckt und die noch Single ist, dann schmeißt euch drauf. Weil diese Frauen haben eine Resilienz, die die meisten Frauen nicht haben, dass sie sich nämlich nicht sofort persönlich angegriffen fühlen und auch mit Kritik umgehen können. Und ich glaube, das ist eine der Top-Eigenschaften, die eine Frau mitbringen soll, um eine glückliche Beziehung zu führen. Also, Christine ist so eine von diesen Frauen und so wie ich es raussehe, ist sie wahrscheinlich noch Single. Das heißt, Zuschriften gerne an mich, kann ich dann weiterleiten. Hat mir sehr, sehr nett geschrieben. Lieber Maximilian, ich falle in die entsprechende Altersgruppe, dies vorab. Also es geht dann schon darum, um das Thema Fruchtbarkeit und dass Frauen, ich denke mal, das nimmt Bezug auf mein Video, genau, über die biologische Uhr. Video 27 beschreibt sie das. Ach, 27. März, okay. Mein Video über biologische Uhr, das verlinke ich euch hier mal, wo ich gesagt habe, wie haarsträubend ist, dass dann Frauen dann auf einmal mit, ja, 35, 40, dann sagen die so, und jetzt muss er kommen und dann schnell Beziehung und zack, Deckel zu und Kind. Aber ich möchte euch jetzt auch mal die Seite der Frauen zeigen in dieser E-Mail. Deine Videos sehe ich mit großer Begeisterung, ob es des Gender-Wahnsinns, die aktuellen Rollen für Männer, Frauen, divers und vor allem Corona ist. Sehr wohl bin ich bei dir, dass ein Kind zu bekommen, ohne längeres Kennenlernen, Zusammenziehen, Alltag erleben, wenig Sinn macht. Allerdings muss ich auch für Frauen in meinem Alter eine Lanze brechen. Ich persönlich, also sie bricht jetzt erstmal für alle Frauen eine Lanze. Ja, kann man so sehen, aber es ist jetzt ihre persönliche Situation, die ich auch vollkommen einsehe. Aber ich denke mal, dass die meisten Frauen eher in die Kategorie fallen, wie bei mir im Video genannt. Nämlich einfach illusorisch Karriere machen und dann irgendwann kommt der Typ und dann gründen wir schöne Familie. Ich persönlich hatte mehrere längere Beziehungen in meinem Leben und leider Gottes wurde mein Wunsch bezüglich Familie nie erfüllt. Ich gestehe, dass ich mich zu oft lange vertrösten ließ und deshalb mitunter an der entsprechenden Beziehung festhielt, welche final nur zeitfressend waren. Ja, schwer. Finde ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen, Christine. Und das ist auch eine ganz harte Nummer und es spricht eigentlich auch eher für dich, weil ich das immer schon sehr, sehr radikal und krass finde, wenn jemand dann halt sagt, ja, ich möchte Kinder und dann jetzt bis dann bitte. Und wenn nicht, dann breche ich die Beziehung ab, weil man liebt ja auch einen Mensch. Und normalerweise kann man jetzt nicht so einfach dann den auch so wegwerfen. Tja, schade, dass diese Männer halt nicht aufrichtig mit dir waren oder dass sie dich, jetzt kommt da die Frage natürlich, warum, ob sie dich wirklich vertröstet haben oder ob du das einfach nur so gehört hast. Haben sie dir gesagt, ganz klar, ich möchte keine Kinder haben oder ich möchte später welche haben? Das wären nochmal wichtige Informationen. Heute weiß ich auch, dass Taten mehr als Worte zählen, aber der Wunsch, eine gute Beziehung inklusive Familie, war größer als die Erkenntnis, einen falschen Partner zu haben. Ich bin schon länger Single und war einige Zeit auch sehr traurig darüber, eben keine Kinder zu haben. Ja, das finde ich sehr, das finde ich auch wieder, bewegt mich dann sowas zu lesen, weil ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das für eine Frau auch wirklich ganz, ganz schlimm ist, wenn man dann so lange gewartet hat und merkt halt irgendwie, es wird immer schwieriger und irgendwie habe ich den richtigen nicht gefunden. Und mein Mitgefühl ist auch wenn das in den Videos vielleicht manchmal nicht so rüberkommt, ist auch bei diesen Frauen, auch wenn es zum großen Teil selbstverschuldet ist, denn auch diese Frauen haben ja den gesellschaftlichen Lügen geglaubt, die ihnen ja erzählt wurden.
und sind damit ja auch nur teilweise selbst schuld. Aktuell jedoch muss ich gestehen, dass es wohl besser so ist, denn bei der politischen Situation und der unwürdigen Behandlung der Kinder mit Maskenpflicht, Tests und so weiter, wäre ich wohl eine sehr wütende Mutter, denn das Leid vieler Kinder ist immens. Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen, das geht mir genauso, liebe Christine, dass ich da wirklich mir echt überlege, immer ist es gut, jetzt in diese Welt Kinder zu setzen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wer weiß, was in 5 Jahren ist. Und wenn sich das hier nicht ändert in Deutschland, dann einfach Deutschland den Rücken kehren. Ich denke, das machen immer mehr Leute und das ist, glaube ich, auch der beste Weg, diesen kranken Vögeln zu zeigen, dass man halt einfach den Scheiß nicht mitmacht. Und irgendwann implodiert dann das System, weil einfach keiner mehr da ist, der es trägt. Ihr wisst, dass es so ist. Versteh mich richtig. Ich schätze deine Videos, aber es gibt auch traurige Gründe, weshalb Frauen bis zur Wahrnehmung der biologischen Uhr keine Kinder haben. Gebe ich dir hundertprozentig recht, Christine. Nicht wegen Karriere oder Stopfen eines emotionalen Loches, sehr dumme Idee, sondern Ermangelung eines guten Partners. Und obwohl ich nicht die richtigen Männer in meinem Leben an meiner Seite hatte, bin ich politisch und ideologisch dennoch mehr Team Männer, denn Team Feministin. Dieser überheblich kranken Vorstellung der Position Frau kann ich nichts abgewinnen. Bitte mach weiter mit deiner wunderbaren Beiträgen. Alles Liebe und gute Christine. Auch selbst ohne das Honig ums Maul geschmiere, was ich natürlich denke, entgegennehme, liebe Christine, ist das eine sehr, sehr gute Kritik. Und so, liebe Leute, liebe Feministin, funktioniert Kritik. Nicht, der ist ein Sexist, der hasst Frauen, bla bla bla. Sondern das ist eine schöne Kritik, die man einfach auch annehmen kann. Und deswegen wollte ich mich dazu auch äußern auf dem Kanal hier und hoffe, dir, Christine, damit geholfen zu haben. Kannst dich auch gerne mal in den Kommentaren melden und vielleicht findet sich ja noch einer. Ich weiß ja nicht, ob der Zug schon für dich abgefahren ist oder nicht. Denn auch hier diesen Kanal verfolgen viele Männer, die ein bisschen desillusioniert sind von den Frauen. Und vielleicht spricht das ja einen Mann an, hier solche Zeilen auch von der Frau zu lesen. Ne? Das ist auch das bisschen, was mich so in der Red Pill Community und MGTOW Community ein bisschen stört. Die sind teilweise ein bisschen zu hart mit den Frauen. Finde ich immer gut, wenn ich dann schon gelte als Sexist und hart mit den Frauen, weil ich sehe das Ganze dann doch immer noch ein bisschen Bevor es weitergeht, eine kurze Botschaft. Da du hier bist, bist du wahrscheinlich ein Mann, der gegen den Strom schwimmt und selbstbestimmt in Freiheit leben möchte. Eine Handvoll genau solcher Männer begleite ich aktuell in meinem Mentoring-Programm. Dort erlangst du nicht nur eine herausragende Souveränität im Umgang mit Frauen, sondern auch Zugang zu einem unschätzbaren Netzwerk aus Gleichgesinnten, auf die du dich in jeder Lebenslage verlassen kannst. Und das ist heute wichtiger denn je. Solltest du Interesse haben, dich uns anzuschließen, biete ich und meine Top-Coaches aktuell noch eine Handvoll kostenloser Strategiegespräche an, indem wir herausfinden, ob wir zueinander passen. Klicke dafür einfach den Link unter dem Video. Ich freue mich auf dich. Differenzierter und glaube an die Einhorn-Theorie, nicht mal an die Einhorn-Theorie, denn es ist nicht, hat gar nichts mit Einhorn zu tun, sondern was mit Bewusstheit. Und viele Frauen, gerade wenn sie reifer werden, werden auch bewusster mit den Themen Hypergamie und so weiter und folgen dem auch nicht nur sinnlos und rennen dem hinterher. Also in diesem Sinne, liebe Leute, wenn ihr euch von mir coachen lassen wollt, noch keine Freundin gefunden habt, hier unten sind alle Informationen, klickt da einfach mal auf den Link. Ansonsten unterstützt diesen Kanal auf Patreon oder durch ein Abo. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch in den nächsten Videos. Euer Maximilian. Arrivederci.